Hallo, hier ist Annette, ich bin Anna Moon. Dies ist mein erstes moderiertes Video und ich zeige euch heute, wie ich fliegende Vögel in der Ferne zeichne. Für die Zeichnungen verwende ich einen gewöhnlichen Bleistift in der Stärke HB. Ihr habt alle sicherlich schon mal einen Vogel gezeichnet oder angedeutet, indem ihr zum Beispiel diese M-Form zeichnet oder ein V. Das mache ich auch, das verwende ich in groben Zeichnungen oder auf sehr, sehr kleinen Formaten. Aber ich finde es viel besser, wenn man dieser Vogelsilhouette ein bisschen mehr Tiefe gibt. Es gibt verschiedene Flugformen des Vogels, zum Beispiel den Segelflug. Bei einem Segelflug hat der Vogel weit ausgestreckte Fühler. Deswegen zeichne ich nur ein leichtes M. Ich verstärke dann etwas die Flügel und zeichne den Schwanz als ein kleines Dreieck ein. Und den Kopf wird nur angedeutet mit einem Punkt. Hier wieder die leichte M-Form, diesmal etwas schräg, weil die Vögel kreisen ja. Das kleine Dreieck und der Punkt. Manche Vögel sieht man mehr frontal. Das ist dann tatsächlich nahezu ein Strich und eine kleine Verdickung in der Mitte. Und weil es so viel Spaß macht, noch ein Vogel, eine leichte M-Form, Flügel verstärken, ein kleines Dreieck für den Schwanz und für den Kopf ein Punkt. Segelnde Vögel, die ziehen ihre Kreise im Himmel. Das hängt mit dem Auftrieb zusammen, mit den warmen Luftströmungen. Die zeichnet man am besten, indem man sich einfach erstmal grobe Striche setzt. Ihr müsst mir hier nachsehen, dass ich das Buch nicht nach oben geschoben habe. Ich war so vertieft. Und auf die Striche mache ich kleine Wölbungen, so dass ein M entsteht, dann das kleine Dreieck für den Schwanz und den Punkt. Die Wölbungen verlängere ich etwas über die Striche, damit auch tatsächlich dieses kleine M dabei herumkommt. Und Vögel, die nahezu frontal zu sehen sind, wie gehabt, es ist eigentlich nur ein Strich und eine kleine Verdickung in der Mitte. Neben dem Segelflug gibt es noch das aktive Fliegen. Da bewegt der Vogel seine Flügel. Ich beginne, indem ich ein kleines Oval zeichne und zwei kleine Bergkuppen oder Dächer für die Flügel. Wir schauen in diesem Fall von unten in den Vogel hinein. Deswegen sehen wir bei dem vorderen Flügel das innere Teil, das was dem Vogel am nächsten ist, etwas verstärkt und bei dem hinteren Flügel das die Hälfte des zur Spitze hin verstärkt. Jetzt derselbe Vogel nochmal andersherum. Wir schauen von der anderen Seite. Wieder die zwei Flügelgrundformen. Die Hälfte des Flügels zum Körper hin ist verstärkt beim vorderen Flügel und beim hinteren Flügel die Spitze. Die Hälfte zur Spitze hin. Jetzt zeichne ich einen Vogel, dessen Flügel nach oben stehen. Der hintere Flügel ist mehr oder weniger nur in einem Strich angedeutet und ich fange jetzt hier mit dem vorderen an. Wir schauen in den vorderen Flügel hinein und der hintere Flügel ist nur ein Strich, ein dickerer. Es gibt Vögel, die haben ihre Flügel gerade nach unten. Der hintere Flügel ist kurz, ein kleines Strichchen, und der vordere Flügel ist etwas gebogen und dicker.
Ein Vogel von der Seite. Das habe ich jetzt hier nicht ganz glücklich getroffen. Der vordere Flügel ist wieder dicker dargestellt, der hintere etwas kürzer, da er ein Stück weiter entfernt ist. Und weil es nochmal so schön war, ein Vogel von leicht unten. Die zwei Flügel habe ich hier als erstes gemalt, dann das Oval für den Körper und ich verstärke jeweils die Seiten des Flügels, in die man hineinschaut. Das war es auch schon mit meinem kleinen Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen oder einen Kommentar. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!